Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 26. November. Hier ist der FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen als Podcast. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Merkel veröffentlicht ihre Memoiren, die Industrie verlangt Entscheidungen von der Politik und für die Bayern wird es ernst. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Großer Erfolg für Donald Trump kurz vor seinem Einzug ins Weiße Haus. Die US-Staatsanwaltschaft gibt die beiden großen Strafverfahren auf Bundesebene gegen den Republikaner auf. Die deutschen Basketballer sind in der EM-Qualifikation wieder auf Kurs. Gegen Schweden gelingt unter dem neuen Bundestrainer die Revanche. Nach dem Güterzugunfall zwischen Köln und Aachen fahren ab heute wieder Regionalzüge auf der betroffenen Strecke. Das sagte eine Bahnsprecherin am Abend. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Sechzehn Jahre lang lenkte Angela Merkel die Geschicke der Bundesrepublik. Heute stellt sie in Berlin ihre Memoiren vor. Freiheit. Erinnerungen 1954 bis 2021. So lautet der Titel ihrer Memoiren, die Angela Merkel heute Abend im Deutschen Theater in Berlin vorstellt. Die Journalistin Anne Will moderiert. Das Buch biete einen einzigartigen Einblick in das Innere der Macht, schreibt der Verlag Kiepenheuer und Witsch zu dem Buch. Es umfasst etwa 740 Seiten. Große Überraschungen sind in dem Buch aber nicht zu finden. Merkel hat es gemeinsam mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann verfasst. Eingeständnisse von gravierenden Fehlern in ihrer 16 Jahre langen Amtszeit als Bundeskanzlerin auch nicht. Ein bisschen Zündstoff birgt der Umstand, dass Merkel in ihren Memoiren für eine Reform der Schuldenbremse plädiert. Das dürfte etlichen Politikern in der Union nicht gefallen, auch wenn sich CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz offen für eine Reform gezeigt hat. In ihren Memoiren will Merkel die Leserschaft davon überzeugen, dass sie in der Migrationskrise von 2015 und 2016 alles richtig gemacht hat. Auch ihre Russlandpolitik verteidigt die Altkanzlerin. Im Rückblick halte sie es für richtig, dass sie bis zum Ende ihrer Amtszeit Wert darauf gelegt habe, ihren eigenen Gesprächsfaden zu Putin nicht abreißen zu lassen, sowie auch durch Handelsbeziehungen über die gegenseitigen wirtschaftlichen Vorteile hinaus Verbindungen aufrechtzuerhalten. Wie kommt die deutsche Industrie aus der Krise heraus? Wirtschaftsminister Robert Habeck berät heute mit Vertretern von Verbänden und Gewerkschaften über Wege aus der Krise. Die Wirtschaft verlangt schnelle Entscheidungen der Politik. Vor allem um Entlastungen bei den Energiepreisen wird es gehen, aber auch um den Wahlsieg von Donald Trump in den USA und seine Ankündigung, hohe Einfuhrzölle auf Importe aus Europa zu verhängen. Habeck hat vorgeschlagen, die freigewordenen Intel-Milliarden zur Senkung der Netzentgelte um 4 Milliarden Euro zu nutzen. Allerdings hat die rot-grüne Minderheitsregierung nach dem Scheitern der Ampel keine Mehrheit mehr im Haushaltsausschuss des Bundestags. Die sanierungsbedürftige Stahlsparte von ThyssenKrupp in Duisburg hat gestern ihr lang erwartetes Zukunftskonzept vorgelegt. Bis 2030 sollen 11.000 Stellen wegfallen, fast die Hälfte der Arbeitsplätze. Arbeitnehmervertreter reagierten empört. Das Konzept überschreite die roten Linien der Betriebsräte und der IG Metall, hieß es von der IG Metall Nordrhein-Westfalen. Ein DHL-Frachtflugzeug aus Leipzig stürzt auf ein Wohngebäude in Vilnius. Ein Besatzungsmitglied stirbt. Die Ursache ist unklar, aber der Fall wirft Fragen auf. Der Absturz sei höchstwahrscheinlich auf einen technischen Fehler oder menschliches Versagen zurückzuführen, sagte Litauens Polizeichef. Die Möglichkeit eines Terroranschlags sei aber nicht auszuschließen, sagte der Geheimdienstchef. Ein Vorfall im Leipziger DHL-Luftfrachtzentrum aus dem Sommer verstärkt diesen Verdacht. Vor gut einem Monat hatten deutsche Sicherheitsdienste ungewöhnlich deutlich vor Sabotageakten mit in Paketen versteckten Brandsätzen gewarnt. Im DHL-Luftfrachtzentrum Leipzig war demnach im Sommer ein manipuliertes Paket in Brand geraten. Deutschland sei damals nur knapp einer Katastrophe vorbeigeschrammt, sagte Thomas Haldenwang, bis vor kurzem noch Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Die Spur führte den Ermittlern zufolge nach Russland. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums Mehmet Atta warnte aber davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Das ist richtig, unsere Sicherheitsbehörden BKA, BV haben Ende August vor Brandsätzen gewarnt. Es gibt bisher aber keine Erkenntnisse zu möglichen Zusammenhängen mit dem aktuellen
Flugzeugunglück, hier müssen die Ermittlungen abgewartet werden. Außenministerin Baerbock sagte, dadurch, dass wir in alle Richtungen ermitteln, aufgeklärt werden muss, unterstreicht eben, in was für Zeiten wir leben und man nicht einfach davon ausgehen kann, war das jetzt ein technischer Unfall, was auch eine große Tragödie ist, sondern wir hatten zuletzt in Europa mehrfach hybride Angriffe gesehen, auf individuelle Personen, auf Infrastruktur. Auch deutsche Ermittler beteiligen sich nach dem Absturz an der Suche nach der Ursache. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung werde die Ermittlungen vor Ort in Litauen unterstützen, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums in Berlin. Im südkoreanischen Busan wird um ein gemeinsames Vorgehen gegen die weltweite Plastikverschmutzung gerungen. Für den Kampf gegen die globale Plastikverschmutzung fehlt bisher ein Abkommen mit ehrgeizigen Zielen, vergleichbar mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Darum geht es jetzt in Busan. Doch die Ausgangslage ist schwierig, es gibt viele offene Streitfragen. So fordert die EU etwa verbindliche Obergrenzen für die Plastikproduktion. Staaten wie China und Saudi-Arabien sind jedoch gegen konkrete Zielvorgaben und fordern stattdessen einen Fokus auf die Frage nach effizienter Abfallwirtschaft. Wieder einmal sind Finanzierungsprobleme ein heikles Thema bei den Verhandlungen. Ähnlich wie beim Klimaschutz und beim Schutz der Biodiversität brauchen die Länder des globalen Südens im Kampf gegen Plastikverschmutzung ebenfalls Unterstützung. Auch die Hersteller tragen hier Verantwortung, sagte Umweltministerin Steffi Lemke. Von den überflüssigen Produkten, die kein Mensch braucht, von denen müssen wir wegkommen, sonst wird die Vermüllung nicht einzudämmen sein. Und dagegen wehren sich aber eben die fossilen Geschäftsmodelle, die mit der Plastikproduktion ihr Geld verdienen. Nach UN-Angaben werden in diesem Jahr fast 400 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert. Jede Minute landet eine Lkw-Ladung in Meeren oder Flüssen, schätzen Umweltschützer. Laut dem Umweltministerium verursacht Plastik etwa 4% der globalen Emissionen, fast so viel wie der Luft- und Seeverkehr. Bis zur Mitte des Jahrhunderts könne sich die Produktion nach Schätzungen verdoppeln oder gar verdreifachen. Jetzt wird es ernst, denn auf die Bayern warten 3 Kracherspiele in 8 Tagen. Heute Abend geht es in der Champions League gegen Paris Saint-Germain, am Samstag in der Liga gegen Borussia Dortmund und 3 Tage später im Pokal gegen Bayer Leverkusen. Vor allem in der Champions League müssen die Bayern liefern. Im neuen Ligasystem der Königsklasse reicht Platz 17 nicht zur direkten Achtelfinalqualifikation. Bayer Leverkusen steht in der Champions League auf Rang 13 und hat heute Abend gegen RB Salzburg sehr gute Chancen, ihre Ausgangslage zu verbessern. Das Ziel sind die ersten 8 Plätze der Tabelle, mit denen man direkt für das Achtelfinale qualifiziert ist. Auf die mit 4 Niederlagen in die Königsklasse gestarteten Sachsen wartet heute Abend schon ein Alles-oder-nichts-Spiel. Und das ausgerechnet gegen Inter Mailand, das gerade mit 5:0 bei Verona gewann und seit 11 Pflichtspielen ungeschlagen ist. In der Champions League hat Inter schon 10 Punkte geholt und kein einziges Gegentor kassiert. Ist das Verbot von ärztlichen Zwangsmaßnahmen außerhalb von Krankenhäusern mit dem Grundgesetz vereinbar? Darüber entscheidet heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof hält die Rechtslage für unvereinbar mit der Schutzpflicht des Staates und hatte das Thema dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Menschen gegen ihren Willen ärztlich behandelt werden, wenn sie die Notwendigkeit einer Behandlung nicht erkennen. Das können etwa Menschen mit einer schweren psychischen Krankheit, mit einer geistigen Behinderung oder mit Demenz sein. Nach aktueller Rechtslage sind ärztliche Zwangsmaßnahmen ausschließlich in Kliniken erlaubt, auch wenn Betroffene durch den Transport ins Krankenhaus gesundheitlich beeinträchtigt werden. Mehr dazu lesen Sie auf faz.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.